Alles Gute da draußen. Pass auf dich auf und bau kein Mist. Salam alaikum, Mustafa. Das wünsche ich dir von Herzen. Was wird das denn? Kann Franz ihren Tisch nicht selber sauber machen? Der ist doch sauber. Ja, aber eben nicht klinisch rein. So ist es. Kleines Willkommensgeschenk für Franzis Vertretung. Nee, oder? Sag bloß, Alexa, komm wieder zurück. Wie geil. Ey, sag mal, wie habt ihr das denn hingekriegt? Ich hab sie angefordert. Ach was. Und dann ist sie natürlich gleich deinem Charme erlegen. Ja, und das ist ja wunderbar. Prima, da fühlt sie sich doch gleich wieder wie zu Hause. Aber ich dachte, Alexa will gar nicht mit den Strafendienst zurück. Alexa tut es hier nur wieder ganz gut, wieder mit normalen Leuten in Kontakt zu kommen. Und wann kommt Franz wieder? Tja. Hoffentlich bald. Und bis dahin freuen wir uns an Alexas ganz besondere Art. Hey! Moin, Alexa. Morgen, Hans. Na? Du, ich muss dich vorwarnen. War da bestimmt eine Überraschung für dich vorbereitet. Warum? Ja, weil du wieder da bist. Aber ich helfe doch nur aus. Ja, aber er freut sich, dich zu sehen. Ach, nur er freut sich. Oh ja. Moin. Herzlich willkommen, Alexa. Neu? Ja, wir haben alles für dich vorbereitet. Willkommen. Für mich? Das ist aber nett. Vielen Dank. Ich freue mich riesig. Danke, ich habe schon gefrühstückt. Für die... Danke. Ach so. Für euch. Oh, vielen Dank, Alexa. Für euch habe ich auch noch etwas. Ich habe ja mein eigenes. Das war eigentlich für dich gedacht. Ja, ihr habt mir auch sehr gefehlt. Du uns auch. Hallo? Hallo, bitteschön. Ich möchte eine Anzeige machen. Um wen und um was geht's? Ich muss meinen Bruder anzeigen. Er ist gestern aus dem Gefängnis rausgekommen. Und ich fürchte, er will sich einer Terrorgruppe anschließen. Wo ist Ihr Bruder jetzt? Ich weiß es nicht. Beim Staatsschutz haben Sie nichts über Mustafa Erbil, was auf einen islamistischen Hintergrund weist. Also bleibt der Fall erstmal bei uns. Fahndung ist raus. Ist raus. Ich habe schon mit dem Gefängnis gesprochen. Dort gibt es einen Imam. Wir sollten mit ihm reden. Auf jeden Fall. Und findet raus, mit wem er im Gefängnis Kontakt hatte. Mit wem hat er seine Zelle geteilt? Claudia und Tarik. Ihr beide fahrt zu seiner Adresse. Guckt euch ganz genau um. Flugtickets, Bahnkarten, Geld, alles, was euch verdächtig erscheint. Wenn ihr den Pass findet, sicherstellen. Ich kann Alexa da nicht hinschicken, die ist da überkorrekt. Was ist mit einem Durchsuchungsbeschluss? Ja, ihr ruft die Schwester an und die soll euch reinlassen. Wenn ihr irgendwas findet, wird der Beschluss nachgereicht. Ihr habt meine volle Rückendeckung. Wolf, glaubst du nicht, dass das unsere Kompetenzen überschreitet? Morgen Nacht sprengt er sich auf der Reeperbahn in die Luft. Und ich darf dann erklären, warum wir einen Hinweis hatten und der Sache nicht nachgegangen sind. Kann ich mich auf euch verlassen? Seine eigene Schwester hat ihn also angezeigt. Eine sehr beeindruckende junge Frau.
Emin hat Mustafa immer besucht, wenn es hier möglich war. So jemand zu haben, ist sehr wichtig hier drin. Sie hat ihn seit seiner Entlassung nicht mehr gesehen. Er soll zu einem bärtigen Mann ins Auto gestiegen sein. Ich hatte gehofft, er fängt sich. Mustafa ist mir leider entglitten. Er hat sich radikalisiert. Warum haben Sie nichts getan? Allah bot den Himmel, der Erde und den Bergen an, die Verantwortung für die Welt zu tragen. Doch sie schrecken davor zurück. Nur einzig der Mensch lud sich diese Bürde auf. Ich mache mir nichts aus Religion. Beantworten Sie meine Frage. Allah hat uns Menschen die Verantwortung für das eigene Leben übertragen. Das bedeutet, wir müssen zu dem stehen, was wir getan haben. Guter Ansatz, aber vermutlich hier im Gefängnis nicht leicht zu verwirklichen. Aber unabdingbar. Jungs wie Mustafa sind gescheitert und voller Hass auf die Welt. Ich versuche ihnen, diesen Hass zu nehmen und ihren Blick wieder auf sich selbst zu lenken. Das ist der erste Schritt. Und dazu muss man bereit sein. Mustafa war das nicht. Mustafa hat nicht verstanden, dass er hier drin ist, weil er selbst missgebaut hat. Schuld daran waren diejenigen, die ihn benachteiligt haben. Das war eine gute Gelegenheit für die radikalen Kräfte hier drin. Ihn zu umgarnen und seinen Hass umzulenken. Hass auf wen? Auf wen es gerade passt. Auf den Staat, Israel, Amerika oder eben alle Kuffer. Kuffer? Ungläubige. Warum können diese Radikalen hier im Gefängnis ungehindert Leute rekrutieren? Es gibt eine kleine Gruppe Islamisten hier drin. Die halten gut zusammen, haben Kontakt nach draußen und bieten jedem Schutz an, der sich ihnen anschließt. Dann gehört der Mann, zu dem Mustafa ins Auto gestiegen ist, vermutlich dazu. Ich befürchte ja. Was gibt's? Schussverletzung im rechten Oberschenkel, arterielle Blutung, sicher 2 Liter Blut verloren. Er war voll schockig. Wie ist der Druck? Was hat er an Volumen bekommen? Druck war 70, jetzt 90. 1000 Hits und 1000 Ringer sind drin. Mhm. Wir brauchen 6 Notfallkonserven. Ab in den Schockraum, schnell. Oh. Hey. Hey, Hauke. Eine Schussverletzung? Ja, wieder am Tag mit in Hamburg. Hat sie selber das Bein abgebunden, den Notruf angerufen. Und dann war er bewusstlos. Wir sind doch ja nicht in Texas. So, das Kreuzblut geht direkt in die Blutbank. Und bringen Sie 6-0 negativ mit. Oh je. Die Kugel ist von vorne in den Oberschenkel eingedrungen. Das sieht nicht gut aus. Mein Bruder muss hier gewesen sein. Wo ist er jetzt? Er hat all seine Sachen weggeworfen. Hat er eine eigene Wohnung? Nein, er wohnt hier bei meinen Eltern. Hip-Hop und Autos. Das war Mustafas Ein und Alles. Nur Hip-Hop und Autos? Er hing halt mit den falschen Leuten rum. Ja, immerhin hat er 11-mal vor dem Jugendrichter gestanden. Meine Eltern haben ihm alles durchgehen lassen. Er war immer der Prinz. Wenn Sie mich fragen, ich fand es damals richtig, dass der Richter immer Grenzen aufgezeigt hat. Wo sind Ihre Eltern jetzt? In der Türkei. Meine Großtante liegt im Sterben. Tut mir leid. Danke. Ich habe wirklich gehofft, dass er im Knast zur Vernunft kommt. Wer sich hier einer Gruppe anschließt, ist ohne Frage im Vorteil. Die bieten Schutz und manche Annehmlichkeiten. Sicherlich war das auch ein Grund, warum Mustafa auf die Radikalen zugegangen ist. Wurde er bedroht? Je größer die Klappe, desto größer die Angst. Und Mustafa hatte eine große Klappe. Deshalb hat er Schutz gebraucht. Den hat er bei den Radikalen gefunden? Hier wird viel geredet. Das heißt, er soll den Drogenvorrat eines Zellengenossen in die Toilette gespült haben. Nur, um sich bei denen zu beweisen. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Name des Zellengenossen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie in der Verwaltung fragen. Wir müssen mit ihm sprechen. Soweit ich weiß, wurde er vor 1 oder 2 Wochen entlassen. Also hier ist nichts Besonderes, außer Klamotten. Hier haben wir früher zusammen gewohnt. Heimat? Ja. Das ist in Adana. Da waren wir im Urlaub. Das Foto habe ich mir ins Gefängnis mitgegeben. Seine Reisetasche ist ja noch da, das ist ein gutes Zeichen. Und er hat das Foto eingepackt. Das heißt, die Familie bedeutet ihm was. Ich glaube,
kontrollieren. Nein. Hier ist eine Wegbeschreibung. Wie man von Istanbul aus zur Grenze nach... Scheiße. Nach Syrien kommt. Das darf nicht passen. Fischer? Gut, ich werde es ihr sagen. Wir wissen, wo ihr Bruder ist. Ah, hallo, ihr zwei. Jasmin, das ist Emine Erbil, die Schwester des Patienten. Guten Tag. Habe ich das richtig verstanden? Eine Schussverletzung? Ja, im Bein. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Der ist schwach, aber stabil. Von der Narkose noch etwas müde. Will er mich sehen? Kann ich zu ihm? Ja, klar. Kommen Sie. Moment. Zuerst müssen wir ihn befragen. Also, gegen den Besuch der Schwester habe ich nichts einzuwenden, aber für eine Befragung ist es zu früh. Jasmin, wir ermitteln gegen ihn. Du weißt, dass wir mit ihm sprechen müssen. Claudia, lass sie doch zu ihrem Bruder. Wir können später mit ihm reden. Sie hat uns geholfen und ist nicht Gegenstand unserer Ermittlungen. Also gut. Erste links, ja? Hat er gesagt, wer auf ihn geschossen hat? Nein, aber ich habe auch nicht gefragt. Ich bin Ärztin und keine Polizistin. Hast du das Projektil gefunden? Da gab es kein Projektil, das war ein glatter Durchschuss. Marathon wird er nicht mehr laufen können. Und die Kleider für die Spurensicherung? Ach, darum kümmere ich mich nicht. Da müsst ihr Frauke fragen, okay? Hast du Schmerzen? Hier, meine Lieblingsschokolade. Ist die Hölle? Nein. Was soll denn in Schokolade bitte schön unrein sein? Dein neuer Klingelton? Eine App für Gebetszeiten. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Was machst du da? Ich muss beten. Du musst dafür auch dein Bein. Emine, lass mich. Lass mich! Was ist denn hier los? Bleiben Sie bitte liegen, es besteht Infektionsgefahr. Hey, lass mich zusammen! Liegen, Alter. Lass mich mal so reden, Mann! Du kannst auch so im Liegen beten, hast du mich verstanden? Im Liegen. Das hat mein Opa die ganze Zeit gemacht, bevor er gestorben ist. Im Liegen. Nur mit den Händen und den Augen. Okay? Ist alles in Ordnung. Ja, ganz ruhig, ich schau mir nur ihren Kopf an. Ist alles in Ordnung, ich bin nur ausgerutscht. Allahu Akbar. تكبير الافتتاح قيام الله أكبر ركوع الله أكبر قفمة الله أكبر سجدة الله أكبر جلسة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Hast du verstanden? So, Südosten. Dort geht's nach Mekka. Ich wusste gar nicht, dass du so gläubig bist. Bin ich auch nicht. Das muss dir nicht unangenehm sein. Ich dachte nur, weil... Nur weil ich weiß, wie man betet? Du kannst doch auch bestimmt beten, ohne dass du jeden Sonntag in die Kirche gehst, oder? Tarek, mich hat das beeindruckt. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich war das letzte Mal in der Kirche, da waren meine Kinder noch klein. Mein Opa war ein sehr gläubiger Mensch. Ich musste immer mit ihm beten als Kind. Auch als er bettlägerig war. Das hat mir Spaß gemacht. Und außerdem tut das mal ab und zu gut, abzuschalten und in sich zu gehen. Ganz gesund. Alfred Franzen ist 33, saß 5 Jahre wegen mehrfachen Drogenbesitz und Handel im Gefängnis. Dort hat er auch nicht mit dem Handel aufgehört. Kein Wunder, da drin ist das Zeug auch das Dreifache wert. Er muss einen ganz schönen Hass auf Mustafa Erbil gehabt haben. Wenn der ihm seinen ganzen Vorrat das Klo runterspült. Deswegen schießt er ins Bein? Kiezstrafe? Irgendwas musste Franzen tun. Schon allein deswegen, um diejenigen zu beruhigen, die ihm die Drogen in den Knast geschmuggelt haben. Hier ist er seit seiner Entlassung gemeldet.
ausgeflogen, ne? Na gut, dann klappern wir mal die Kneipen in der Umgebung ab. Ich hab doch nicht gesehen, wer auf mich geschossen hat, Mann. Es gab einen Knall und dann kamen die Schmerzen. Ich hatte Angst und ging in Deckung und dann sah ich das Blut und hab Hilfe gerufen, aber das war's dann auch. Und ist es dort passiert, wo du gefunden wurdest? Das war ganz in der Nähe der Wohnung ihrer Eltern. Ja, na und? Kann es sein, dass ihnen der Täter aufgelauert hat? Ist ihnen irgendwas aufgefallen? Haben sie ein Auto gesehen? Nein. Danach bin ich auch wieder im Krankenhaus aufgewacht. Das war's. Hast du Feinde? Meine Feinde sind die Feinde des Islam. Vielleicht haben die auf mich geschossen. Geht es etwas genauer? Der Staat, die Amerikaner, die Geheimdienste. Aber ihr verfolgt alle nun die Moslems. Das ist scheiße, was du da laberst. Es gibt Millionen friedlicher Moslems da draußen, die nicht verfolgt werden. Ich bin auch Moslem, warum werde ich denn nicht verfolgt, Junge? Hä? Du kannst vielleicht beten. Ja, das stimmt. Aber das heißt noch lange nicht, dass du ein Moslem bist. Was macht mich denn zu einem Moslem? Können Sie mir sagen, was Sie damit vorhatten? Wollten Sie nach Syrien reisen? Ich sage nichts ohne meinen scheiß Anwalt. Verstanden? Jetzt, yalla, verpisst euch. Meinst du, deine Dschihadistenfreunde helfen dir? Vergiss es. Wenn du nicht mehr kämpfen kannst, dann bist du nichts. Dann bist du wertlos. Vielleicht kann ich nicht mehr kämpfen. Aber ich kann immer noch für sie sterben. Typen wie du ziehen meine Religion nicht in den Dreck. Du schuldest uns die Kohle für ein halbes Kilo. Was ist damit? Ich bin erst seit 2 Wochen draußen. Wo soll ich die Kohle denn hernehmen? Ganz schlechte Antwort. Das war nicht meine Schuld. Dieser blöde Türke hier, Mustafa, der hat das ganze Zeug fürs Klo gespült. Wie soll ich denn das dann noch verkaufen, hä? Das ist dein Problem. Wo ist die Kohle? Warte, hier. Hier, du Penner. Damit hast du nicht gerechnet, was? Franz! Scheiße! Franz, stehen bleiben! Hängt hier noch. Leg die Knarre auf den Boden. Ganz langsam. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit durchkommen, liegt bei 1 zu 10.000. Ich war schon im Anglückspilz. Sieh mal noch. Du bleibst genau da stehen, da passiert ja nichts, ja? Ich gehe nämlich nicht mehr im Knast. Das sehe ich ganz anders. Und jetzt an die Wand. An die Wand! Du Scheißbulle! Du hättest früher kommen müssen. So? Ich hab dir das Leben gerettet. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Willst du noch eine Tütensuppe? Okay, der war nicht schlecht. Gut gemacht. Wie lange muss dieser Mustafa Erbil noch im Egal bleiben? Also laut Jasmin wird es noch eine ganze Weile dauern. Stellt er irgendeine Gefahr dar? Ja, er spuckt große Töne, aber ob er es ernst meint? Okay, wir stellen jemanden ab. Habt ihr irgendeinen Verdacht, wer auf Mustafa Erbil geschossen haben kann? Nein. Die Spurensicherung durchkämmt gerade den Tatort. Bisher haben sie noch kein Projektil gefunden. Und wenn wir Pech haben, dann ist die Kehrmaschine da schon durch. Seine Schwester hat von einem bärtigen Mann erzählt, der ihn abgeholt hat. Was, wenn seine Dschihadistenfreunde auf ihn geschossen haben? Wieso sollten sie das tun? Weil er vielleicht doch lieber bei Mama und Papa bleiben will, als in den Krieg zu ziehen? Jörn hat sich mit der JVA kurz geschlossen. Die haben ihre Überwachungskamera gecheckt. Und wir konnten das Kfz-Kennzeichen lesbar machen. Der Wagen ist zugelassen auf einen Gerd Molsen. War früher Türsteher und Boxer auf St. Pauli mit einem beachtlichen Vorstrafregister. Und nennt sich jetzt Yassir Molsen. Und leitet einen islamischen Wohltätigkeitsverein. Der Goldene Weg e.V. Ein Deutscher, der konvertiert und jetzt einen auf muslimischen Wohltäter macht. Seit er diesen Verein gegründet hat, ist er nicht mehr aktenkundig geworden. Der Staatsschutz geht davon aus, dass er eine entscheidende Rolle spielt bei der Rekrutierung von Kämpfern, aber sie können ihm nichts beweisen. Das heißt, die Jungs werden im Knast angefixt und wenn sie rauskommen, von Molsen abgeholt. Damit sie den Verführungen der sündhaften Welt nicht wieder verfallen. Klopf doch bei diesem Verein mal dezent auf den Busch. Das klar. Hey, was soll das?
Schmauchspuren, die verraten, ob sie in den letzten 24 Stunden eine Waffe abgefeuert haben. Ich hab nicht auf euch geschossen und das wisst ihr. Dein Glück. Das muss zur KTU, das Ergebnis brauchen wir schnell. Also machen wir es kurz. Du hast mit einer scharfen Waffe eine Polizeibeamtin bedroht. Du gehst so oder so wieder in den Knast. Die Frage ist nur, wie lange. Ja, jetzt mach mal halblang, ja? Das war eine Kurzschlussreaktion. Hast du auf Mustafa Erbil geschossen? Auf wen? Sie saßen 4 Monate lang mit ihm in einer Zelle. Unwahrscheinlich, dass Sie ihn nicht kennen. Der Typ ist ein Irrer. Das beantwortet nicht unsere Frage. Ich habe nicht auf ihn geschossen. Warum denn auch? Weil er dir eine Menge Ärger eingebrockt hat. Du solltest den Stoff im Gefängnis verkaufen und er hat ihn entsorgt. Wem schuldest du denn jetzt das ganze Geld? Dem Typen, auf den du die Waffe gerichtet hast? Ich habe mit Drogen nichts zu tun. Wer sagt sowas? Steht in deinem Gesicht geschrieben. Warum solltest du denn sonst eine Abreibung bekommen? Ich habe Mustafa seit dem Knast nicht mehr gesehen. Ich halte mich fern von dem. Und weißt du auch warum? Der ist gefährlich. So wie diese ganzen Dschihad-Typen. Ich will nicht in seiner Nähe sein. Verstanden? Geht es etwas genauer? Natürlich kann ich euch was erzählen, aber müsst ihr mir schon ein bisschen entgegenkommen. Machen wir einen Deal? Stehen hier Gebrauchtwagen rum? Siehst du welche? Es gibt hier nur Fakten, keine Deals. Dann sag ich nichts. Gut. Du weißt ja, wo es hingeht. Ihr macht einen Riesenfehler. Ja. Stolz auf das, was ihr seid, und versteckt euch nicht. Amen. Wie kann ich Ihnen helfen? Fischer, mein Kollege Choban. Wir kommen wegen Mustafa Erbil. Ein guter Junge. Ein guter Mustafa. Was ist mit ihm? Hat er was angestellt? Was für ein Verhältnis haben Sie zu ihm? Mein Verein und ich unterstützen ihn auf seinem Weg zurück ins Leben. Goldener Weg eben. Und wo führt dieser Weg hin? Wir begleiten kriminelle Jugendliche und bieten ihnen Hilfe und Orientierung, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. Ich bin überrascht, dass gerade die Polizei da so skeptisch ist. Sie müssten uns dankbar sein. Sie haben ihn gestern aus dem Gefängnis abgeholt. Warum haben Sie das nicht der Familie überlassen? Weil das sein eigener Wunsch war. Und was ist danach passiert? Wir sind hierher gefahren und nach dem Sur Salafat haben wir über seine Zeit im Gefängnis und über seine Zukunft gesprochen, bis zum Abend. Dann hat er bei uns übernachtet. Heute Morgen, wo waren Sie da? Haben Sie ihn gesehen? Ich war hier. Mustafa wollte nach Hause, soweit ich weiß. Er wohnt noch bei seinen Eltern. Warum? Ist etwas passiert? Ja, er liegt mit einer Schusswunde im Krankenhaus. Oh. Das tut mir leid. Ich werde für ihn beten. Er kommt doch hoffentlich durch, inshallah. Seine Pläne für die Zukunft, wie sahen die aus? Was haben Sie ihm geraten? Er wollte eine Reise machen. Nach Syrien? In den Krieg? Und das soll seine Perspektive nach dem Knast sein, ja? Nein, er wollte nach Mekka. Jeder gute Muslim sollte in seinem Leben einmal in Mekka gewesen sein, wissen Sie? Waren Sie schon mal in Mekka? Über die Türkei und Syrien nach Mekka, bisschen gefährlicher. Kann man da nicht auch direkt hinfliegen? Klar. Ich glaube, unser Freund im Vararum hat euch etwas mitzuteilen. 30 Minuten, wie du es gesagt hast. Glück oder Zufall? Nee, Alexa. Nicht Hans im Glück. Das ist reine Intuition und Erfahrung. Der Junge hat uns was zu sagen, hält es aber nicht mehr aus. Davon weiß ich nichts. Aber man findet ja heutzutage sehr viel im Internet. Besonders, wenn man jemanden hat, der einem den goldenen Weg zu den entsprechenden Seiten zeigt. Es geht hier um eine Reise durch die Türkei. Ein sehr schönes Land mit vielen heiligen Städten.
Dort befinden sich Reliquien unseres Propheten. Das musst du doch wissen, Bruder. Ich bin zwar Muslim, aber nicht Ihr Bruder. Und wissen Sie, wieso ich ungern darüber rede? Weil Typen wie Sie meine Religion missbrauchen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unsere Spenden helfen Brüdern und Schwestern, ihr Leben in Einklang und Frieden mit Allah zu finden, mehr nicht. Vielleicht wollen Sie ja spenden. Danke. Salam. Was ist? Ich sag euch, was ich weiß, okay? Zurücktreten. Vielleicht können wir den kleinen Vorfall von heute Morgen dann vergessen. Können wir nicht. Vielleicht können wir ein gutes Wort für ihn einlegen. Also gut. Im Knast hat Mustafa mich mal gefragt, bei wem man auf dem Kiez eine scharfe Waffe kaufen kann. Und das haben Sie ihm gesagt? Naja, damals war er ja noch nicht so durchgedreht, ne? Später habe ich mir da natürlich auch meine Gedanken gemacht. Hat er jemals erwähnt, wozu er die Waffe braucht? Na los, kommen Sie. Nee, nicht direkt. Aber als er dann mit diesen Dschihad Juniors rumhing, da hat er ständig davon gelabert, dass Hamburg voller Sünde sei und dass er mal aufräumen werde und so ein Krams, ne? Nicht gut. Bruder. Es gibt über 1 Milliarde Moslems auf dieser Welt, ja? Aber Typen wie der werfen einfach schlechtes Licht auf alle. Und warum hast du das überhaupt mitgenommen? Da steht doch sowieso nur Quatsch drin. Aber mich spricht das irgendwie an. Außerdem mag ich muslimische Männer. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Keine Angst, ich werde demnächst nicht meinen Gebetsteppich neben dir ausrollen. Ich habe das mitgenommen, damit wir einen Druckerabgleich machen können. Könnte ja sein, dass das hier aus demselben Drucker stammt wie die Papiere, die wir bei Mustafa gefunden haben. Respekt. Nicht mal Moslem und schon erleuchtet von Allah. Ja, so schnell geht das. Allah, Akbar. Evet, tamam. Ja, ich bin bei ihm. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Es ist ein komplizierter Beinbruch. Ja, ihr wisst doch, wie er ist. Baba, nein. Hayır. Ihr müsst die Flüge nicht umbuchen. Ich kümmere mich um alles, okay? Ja, ich lasse Mustafa nicht im Stich. Versprochen. Komplizierter Beinbruch, so, also es geht mich ja nichts an, aber es ist ganz schön weit hergeholt. Ich kann meinen Eltern nicht die Wahrheit sagen. Es ist kompliziert. Allahu Akbar. Franzen hat nicht auf Erbil geschossen. Erstens gibt es keine Schmauchspuren an seinen Händen. Zweitens wurde die Waffe in letzter Zeit nicht benutzt. Überprüfen können wir die Angaben über Mustafa Erbil natürlich nicht. Aber warum sollte er sich das ausdenken? Mustafa hatte Geld genug, um sich eine Knarre zu beschaffen. Die Abreise nach Syrien war geplant. Alles auf dem Landweg. Kein Flieger. Was, wenn das hier sein Fluchtplan ist? Nach einem Anschlag, bei dem er wild um sich ballert. Er wollte in Hamburg aufräumen. Dann gibt's kein Zurück mehr. Für immer im Krieg. Was ist mit Molsen? Ach, das ist doch genau in seinem Sinne. Wieso hätte er auf ihn schießen sollen? Was, wenn Erbe sich selbst mit der Waffe verletzt hat? Aus Angst, für immer im Krieg bleiben zu müssen? Oder aus Dummheit? Er kann nicht mit einer Schusswaffe umgehen. Die Wahrscheinlichkeit ist also ziemlich hoch. Leute, was passiert, wenn ich das erste Mal eine Knarre in der Hand habe? Hm? Was mache ich? So rappermäßig? Klack, klack. Die Patrone ist im Lauf, ich fühle mich cool und dann... Das würde genau zu seiner Verletzung passen. Hat die KTU Schmauchspuren an seiner Kleidung gefunden? Ich frage gleich mal nach. Die viel wichtigere Frage ist doch, wo ist die Waffe jetzt? Am Tatort wurde sie nicht gefunden. Hat sie jemand mitgenommen? Hat Erbil einen Komplizen? Mustafa, ich kann hier nicht ewig warten, bis du mit mir reden willst. Was soll ich Anna und Baba sagen? Die wollen morgen den nächsten Flug nach Hamburg nehmen. Sag ihnen doch die Wahrheit.
Das kannst du diesmal selber machen. Du hast wirklich so viel Scheiße gebaut. Aber für Anna und Baba waren das bis jetzt alles nur Ausrutscher. Bis jetzt. Mein Weg ist vorbestimmt. So ein Schwachsinn! Sie werden stolz auf mich sein. So ein Blödsinn, die werden sich in Grund und Boden schämen. Wenn etwas vorbestimmt war, dann das hier. Was haben die mit dir gemacht? Das bist du doch nicht. Mustafa, es ist noch nicht zu spät. Ich gebe dich nicht auf. Du bist mein kleiner Bruder. Ich habe geschworen, auf dich aufzupassen. Ansonsten werden wir Anna und Baba beide nicht mehr unter die Augen treten können. Ibn Umar sagt, derjenige tut recht, der das zerrissene Band der Liebe niemals loslässt. Manchmal frage ich mich, ob du den Koran je gelesen hast. Druckerabgleichsdorf. Zeig mal. Jeder Drucker druckt ein unverwechselbares Punktmuster an den Rand des Dokuments. Es handelt sich um ein und denselben Drucker. Warte mal, dann wurde die Wegbeschreibung und der Fluchtplan bei Molson im Verein ausgedruckt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Molson davon nichts mitbekommen hat. Wenn das ihm nicht sogar selbst in die Hand gedrückt hat. Samt Bargeld und dem Auftrag, sich eine Waffe zu besorgen. Haben wir die Fingerabdrücke von Molson auf den Ausdrucken gefunden? Soweit ist die KDU noch nicht, aber dein Verdacht hat sich bestätigt. Sie haben Schmauchspuren auf der Hose von Mustafa Erbil gefunden. Er könnte sich also selbst ins Bein geschossen haben. Tja, die Wege Allahs sind unergründlich. Also was Molson betrifft, muss uns das hier vorerst reichen. So unschuldig, wie der tut, ist er nämlich nicht. Dann ist das so. Wenigstens ein Dankeschön hätte ich erwartet. Und? Können wir Molson festnehmen? Nein. Der Staatsschutz übernimmt. Was soll das denn jetzt? Hey, wir haben den Abgleich gemacht. Wir haben die Fingerabdrücke eingeschickt. Wir haben den Beweis mit dem Drucker geliefert. Wir haben... Keine Befugnisse mehr, in dieser Sache weiter zu ermitteln. Tut mir leid. Tja, wir haben die Arbeit und die ernten die Lorbeeren. Ich würde dem Typen so gerne die Handschellen anlegen, ne? Einmal klingeln reicht, ich bin ja nicht taub. Was gibt's denn? Der Polizist, ich muss mit ihm reden. Deshalb haben Sie geklingelt? Nein, nicht der, der Türkische, der auch beten kann. Ach, Tarek? Ja, genau, bitte, es ist wichtig. Ja, was hier alles wichtig ist. Seine Familie und alles aufzugeben, nur um ein Märtyrer zu werden. Inshallah. Nicht Inshallah, so Gott will. Das liegt alles bei dir, mein Freund. Du entscheidest, was du tust. Also, was hast du mir zu erzählen? Scheiße, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe Angst. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch Angst. Jeden Tag. Angst davor, dass plötzlich ein Typ wie du da steht und anfängt, um sich zu ballern. Einfach so. Das wollte ich nicht. Warum hast du ihn an die Knarre besorgt? Yassir, Molson hat gesagt, ich soll meine Brüder und Schwestern rächen. Er hat mir auch das Geld gegeben. Mit einem Teil davon habe ich mir dann die Waffe gekauft. Hat er gesagt, wo du zuschlagen sollst? Ich schwöre dir. Ich hatte noch keinen Plan. Ich hatte Angst. Du wolltest Menschen töten. Aus Rache. Ja, vielleicht wollte ich Menschen töten. Vielleicht mich auch rächen. Für das, was unseren Brüdern und Schwestern auf dieser ganzen Welt angetan wird. Unschuldige töten, oder was? Yassir Molson hat gesagt, es muss wehtun.
damit sich etwas ändert. Yasin Watson hat das gesagt. Und, tut's weh? Hä? Ja, Mann, das tut scheiße weh. Ich hoffe, es ändert was. Inshallah. Yasir Molson. Du hast dir selbst ins Bein geschossen, damit du nicht in den Krieg musst, ha? Wir haben Schmauchspuren auf deiner Hose gefunden. Wo ist die Knarre jetzt? Wo ist die Knarre jetzt? Mann, scheiße, ich hab sie meiner Schwester gegeben, damit sie es für mich verstecken soll. Deiner Schwester? Ja, Mann. Aber ich schwöre dir, sie hat damit nichts zu tun. Sie wollte mir doch nur helfen, damit ich nicht noch mehr Ärger bekomme, Mann. Davon bin ich fest überzeugt. Du weißt gar nicht, was du anhörst. Was? Danke, Wolf. Gut zu wissen. Ja, ja, wir passen auf. Tschüss. Und? Er hat sich selbst ins Bein geschossen. Und er hat Molson belastet. Seine Schwester hat die Waffe an sich genommen. Wenigstens eine gute Nachricht. Vorausgesetzt, die junge Frau ist so vernünftig, wie sie wirkt. Ach übrigens, die Kollegen haben den Verein von Molson hochgehen lassen. Sie haben keine Waffen gefunden, aber jede Menge Bargeld. Ja, und Molson? Der ist auf der Flucht. Fahndung läuft. Dafür suchst du Leute wie meinen Bruder. Aber den wirst du niemals kriegen. Niemals! Dein Bruder? Bruder, dein Bruder ist ein Schwächling und ein Feigling, viel zu dumm für den Dschihad. Aber du kannst ihm etwas von mir ausrichten. Wir wissen, wo ihr und eure Eltern wohnen. Und wir wissen, wo du wohnst. Also kein Wort zu irgendjemandem. Sonst seid ihr alle tot. Verstanden? Verstanden? Bleiben Sie sofort stehen! Stehen bleiben! Komm mal her! Du bist vorläufig festgenommen, Bruder! Na bitte, könntest du ihn doch noch festnehmen. Dass Ihr Bruder sich selber verbunden hat, bevor er den Rettungswagen gerufen hat, das haben wir Ihnen ja noch geglaubt. Aber dass er alles sauber gemacht hat. Die Spurensicherung hat einen halben Tag nach dem Projektil gesucht und nichts gefunden. Jetzt weiß ich warum. Der liegt falsch. Da ist Mekka, Südosten. Und genau hier ist es passiert. Und Sie haben das hier alles sauber gemacht. Warum haben Sie das nicht gleich erzählt? Weil Sie auf Ihren Bruder geschossen haben. Hm?
Ich habe die Waffe gefunden. Verstehen Sie denn nicht? Ich hätte doch nicht einfach zusehen können, wie er sich und andere in den Tod stürzt. Er ist doch mein Bruder. Wie hätte ich ihn sonst aufhalten sollen? Kommen Sie bitte. Kann ich ihn noch mal sehen? Wo ist Mustafa? Vielleicht ist er in der Reha. Wo ist mein Bruder? Da waren gerade zwei Kollegen in Zivil hier. Die hatten eine richterliche Verfügung und haben ihn mitgenommen. Wohin? Keine Ahnung. Die hatten sogar ein KTW dabei. Wo ist mein Bruder? Frau Erbil, beruhigen Sie sich. Das war bestimmt der Staatsschutz. Sie haben Ihren Bruder entweder verlegt oder zur Vernehmung mitgenommen. Wir versuchen, das zu klären. Morgen kommen meine Eltern zurück. Was soll ich denen denn sagen? Davon weiß ich nichts. Aber man findet ja heutzutage sehr viel im Internet. Besonders wenn man jemanden hat, der einem den goldenen Weg zu den entsprechenden Seiten zeigt. Es geht hier um eine Reise durch die Türkei. Ein sehr schönes Land mit vielen heiligen Städten. Dort befinden sich Reliquien unseres Propheten. Das musst du doch wissen, Bruder. Ich bin zwar Muslim, aber nicht Ihr Bruder. Und wissen Sie, wieso ich ungern darüber rede? Weil Typen wie Sie meine Religion missbrauchen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unsere Spenden helfen Brüdern und Schwestern, ihr Leben in Einklang und Frieden mit Allah zu finden, mehr nicht. Vielleicht wollen Sie ja spenden. Danke. Salam. Was ist? Ich sage euch, was ich weiß, okay? Zurücktreten. Vielleicht können wir den kleinen Vorfall von heute Morgen dann vergessen. Können wir nicht. Vielleicht können wir ein gutes Wort für ihn einlegen. Also gut, im Knast hat Mustafa mich mal gefragt, bei wem man auf dem Kiez eine scharfe Waffe kaufen kann. Und das haben Sie ihm gesagt? Naja, damals war er ja noch nicht so durchgedreht, ne? Später habe ich mir da natürlich auch meine Gedanken gemacht. Hat er jemals erwähnt, wozu er die Waffe braucht? Na los, kommen Sie. Nee, nicht direkt. Aber als er dann mit diesen Dschihad Juniors rumhing, da hat er ständig davon gelabert, dass Hamburg voller Sünde sei und dass er mal aufräumen werde und so ein Krams, ne? Nicht gut. Bruder. Es gibt über 1 Milliarde Moslems auf dieser Welt, ja? Aber Typen wie der werfen einfach schlechtes Licht auf alle. Und warum hast du das überhaupt mitgenommen? Da steht doch sowieso nur Quatsch drin. Aber mich spricht das irgendwie an. Außerdem mag ich muslimische Männer. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Keine Angst, ich werde demnächst nicht meinen Gebetsteppich neben dir ausrollen. Ich habe das mitgenommen, damit wir einen Druckerabgleich machen können. Könnte ja sein, dass das hier aus demselben Drucker stammt wie die Papiere, die wir bei Mustafa gefunden haben. Respekt. Nicht mal Moslem und schon erleuchtet von Allah. Ja, so schnell geht das. Allahu Akbar. Evet, tamam. Ja, ich bin bei ihm. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Es ist ein komplizierter Beinbruch. Was haben die mit dir gemacht? Das bist du doch nicht. Mustafa, es ist noch nicht zu spät. Ich gebe dich nicht auf. Du bist
bist mein kleiner Bruder. Ich habe geschworen, auf dich aufzupassen. Ansonsten werden wir Anne und Baba beide nicht mehr unter die Augen treten können. Ibn Umar sagt, derjenige tut recht, der das zerrissene Band der Liebe niemals loslässt. Manchmal frage ich mich, ob du den Koran je gelesen hast. Der Druckerabgleich ist da. Zeig mal. Jeder Drucker druckt ein unverwechselbares Punktmuster an den Rand des Dokuments. Es handelt sich um ein und denselben Drucker. Warte mal, dann wurde die Wegbeschreibung und der Fluchtplan bei Mohsen im Verein ausgedruckt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Mohsen davon nichts mitbekommen hat. Wenn das ihm nicht sogar selbst in die Hand gedrückt hat. Samt Bargeld und dem Auftrag, sich eine Waffe zu besorgen. Haben wir die Fingerabdrücke von Mohsen auf den Ausdrucken gefunden? Soweit ist die KDU noch nicht, aber dein Verdacht hat sich bestätigt. Sie haben Schmauchspuren auf der Hose von Mustafa Erbil gefunden. Er könnte sich also selbst ins Bein geschossen haben. Tja, die Wege Allahs sind unergründlich. Also was Mohsen betrifft, muss uns das hier vorerst reichen. So unschuldig, wie der tut, ist er nämlich nicht. Dann ist das so. Wenigstens ein Dankeschön hätte ich erwartet. Und? Können wir Mohsen festnehmen? Nein. Der Staatsschutz übernimmt. Was soll das denn jetzt? Hey, wir haben den Abgleich gemacht. Wir haben die Fingerabdrücke eingeschickt. Wir haben den Beweis mit dem Drucker geliefert. Wir haben keine Befugnisse mehr, in dieser Sache weiter zu ermitteln. Tut mir leid. Tja, wir haben die Arbeit und die ernten die Lorbeeren. Ich würde dem Typen so gerne die Handschellen anlegen, ne? Einmal klingeln reicht, ich bin ja nicht taub. Was gibt's denn? Der Polizist, ich muss mit ihm reden. Deshalb haben Sie geklingelt? Nein, nicht der, der Türkische, der auch beten kann. Ach. Mustafa, alles Gute da draußen. Pass auf dich auf und bau kein Mist. Salam alaikum, Mustafa. Das wünsche ich dir von Herzen. Mustafa! Mustafa! Was wird das denn? Kann Franz ihren Tisch nicht selber sauber machen? Der ist doch sauber. Ja, aber eben nicht klinisch rein. So ist es. Kleines Willkommensgeschenk für Franzis Vertretung. Nee, oder? Sag bloß, Alexa, komm wieder zurück. Wie geil. Ey, sag mal, wie habt ihr das denn hingekriegt? Ich hab sie angefordert. Ach was. Und dann ist sie natürlich gleich deinem Charme erlegen. Ja, und das ist ja wunderbar. Prima, da fühlt sie sich doch gleich wieder wie zu Hause. Aber ich dachte, Alexa will gar nicht mehr in den Strafendienst zurück. Alexa tut es hier nur wieder ganz gut, wieder mit normalen Leuten in Kontakt zu kommen. Und wann kommt Franz wieder? Tja. Hoffentlich bald. Und bis dahin freuen wir uns an Alexas ganz besondere Art. Hey! Moin, Alexa. Morgen, Hans. Na? Du, ich muss dich vorwarnen, weil da bestimmt eine Überraschung für dich vorbereitet. Warum?
Ja, weil du wieder da bist. Aber ich helfe doch nur aus. Ja, aber er freut sich, dich zu sehen. Ach, nur er freut sich. Oh ja. Moin. Herzlich willkommen, Alexa. Neu? Ja, wir haben alles für dich vorbereitet. Willkommen. Für mich? Das ist aber nett. Vielen Dank. Ich freue mich riesig. Yassir, Mollsen hat gesagt, ich soll meine Brüder und Schwestern rächen. Er hat mir auch das Geld gegeben. Mit einem Teil davon habe ich mir dann die Waffe gekauft. Hat er gesagt, wo du zuschlagen sollst? Ich schwöre dir, ich hatte noch keinen Plan. Ich hatte Angst. Du wolltest Menschen töten. Aus Rache. Ja, vielleicht wollte ich Menschen töten. Vielleicht mich auch rächen. Für das, was unseren Brüdern und Schwestern auf dieser ganzen Welt angetan wird. Unschuldige töten, oder was? Yassir Mollsen hat gesagt, es muss wehtun, damit sich etwas ändert. Yassir Mollsen hat das gesagt. Und, tut's weh? Hä? Ja, Mann, das tut scheiße weh. Ich hoffe, es ändert was. Inshallah. Yassir Mollsen. Du hast dir selbst ins Bein geschossen, damit du nicht in den Krieg musst, ha? Wir haben Schmauchspuren auf deiner Hose gefunden. Wo ist die Knarre jetzt? Wo ist die Knarre jetzt? Mann, scheiße, ich hab sie meiner Schwester gegeben, damit sie es für mich verstecken soll. Deiner Schwester? Ja, Mann. Aber ich schwöre dir, sie hat damit nichts zu tun. Sie wollte mir doch nur helfen, damit ich nicht noch mehr Ärger bekomme, Mann. Davon bin ich fest überzeugt. Du weißt gar nicht, was du an ihr hast. Was? Danke, Wolf. Gut zu wissen. Ja, ja, wir passen auf. Tschüss. Und? Er hat sich selbst ins Bein geschossen. Und er hat Mollsen belastet. Seine Schwester hat die Waffe an sich genommen. Wenigstens eine gute Nachricht. Vorausgesetzt, die junge Frau ist so vernünftig, wie sie wirkt. Ach übrigens, die Kollegen haben den Verein von Mollsen hochgehen lassen. Sie haben keine Waffen gefunden, aber jede Menge Bargeld. Ja, und Mollsen? Der ist auf der Flucht. Fahndung läuft. Eine Wegbeschreibung. Die man von Istanbul aus zur Grenze nach... Scheiße. Nach Syrien kommt. Das darf nicht passen. Fischer? Gut, ich werde es ihr sagen. Wir wissen, wo ihr Bruder ist. Hallo, ihr zwei. Jasmin, das ist Emine Erbil, die Schwester des Patienten. Guten Tag. Habe ich das richtig verstanden? Eine Schussverletzung? Ja, im Bein. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Der ist schwach, aber stabil. Von der Narkose noch etwas müde. Will er mich sehen? Kann ich zu ihm? Ja, klar. Kommen Sie. Moment. Zuerst müssen wir ihn befragen. Also, gegen den Besuch der Schwester habe ich nichts einzuwenden, aber für eine Befragung ist es zu früh. Jasmin, wir ermitteln gegen ihn. Du weißt, dass wir mit ihm sprechen müssen. Claudia, lass sie doch zu ihrem Bruder. Wir können später mit ihm reden. Sie hat uns geholfen und ist nicht Gegenstand unserer Ermittlungen. Also gut. Erste links, ja?
Hat er gesagt, wer auf ihn geschossen hat? Nein, aber ich habe auch nicht gefragt. Ich bin Ärztin und keine Polizistin. Hast du das Projektil gefunden? Da gab es kein Projektil, das war ein glatter Durchschuss. Marathon wird er nicht mehr laufen können. Und die Kleider für die Spurensicherung? Ach, darum kümmere ich mich nicht. Da müsst ihr Frauke fragen, okay? Hast du Schmerzen? Hier, meine Lieblingsschokolade. Ist die Hölle? Nein. Was soll denn in Schokolade bitte schön unrein sein? Dein neuer Klingelton? Eine App für Gebetszeiten. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Was machst du da? Ich muss beten. Du musst dafür hör auf dein Bein. Emine, lass mich. Lass mich! Was ist denn hier los? Bleiben Sie bitte liegen, es besteht Infektionsgefahr. Hey, lass mich nicht anmachen! Lass jetzt hier liegen, Alter! Lass mich mal so reden! Du kannst auch so im Liegen beten, hast du mich verstanden? Im Liegen! Das hat mein Opa die ganze Zeit gemacht, bevor er gestorben ist. Im Liegen. Nur mit den Händen und den Augen. Okay? Ist alles in Ordnung. Ja, ganz ruhig, ich schau mir nur Ihren Kopf an. Ist alles in Ordnung, ich bin nur ausgerutscht. Allahu Akbar. Takbir al-iftitah. Qiyam. Allahu. Hey! Moin, Alexa. Morgen, Hans. Na? Du, ich muss dich vorwarnen. Walle hat bestimmt eine Überraschung für dich vorbereitet. Warum? Ja, weil du wieder da bist. Aber ich helfe doch nur aus. Ja, aber er freut sich, dich zu sehen. Ach, nur er freut sich. Oh ja. Moin. Herzlich willkommen, Alexa. Neu? Ja, wir haben alles für dich vorbereitet. Willkommen. Für mich? Das ist aber nett. Vielen Dank. Ich freue mich riesig. Danke, ich habe schon gefrühstückt. Für die. Danke. Ach so. Für euch. Oh, vielen Dank, Alexa. Für euch habe ich auch noch etwas. Ich habe ja mein eigenes. Das war eigentlich für dich gedacht. Ja, ihr habt mir auch sehr gefehlt. Du uns auch. Hallo? Hallo, bitteschön. Ich möchte eine Anzeige machen. Um wen und um was geht's? Ich muss meinen Bruder anzeigen. Er ist gestern aus dem Gefängnis rausgekommen. Und ich fürchte, er will sich einer Terrorgruppe anschließen. Wo ist Ihr Bruder jetzt? Ich weiß es nicht. Beim Staatsschutz haben Sie nichts über Mustafa Erbil, was auf einen islamistischen Hintergrund weist. Also bleibt der Fall erstmal bei uns. Fahndung ist raus. Ist raus. Ich habe schon mit dem Gefängnis gesprochen. Dort gibt es einen Imam. Wir sollten mit ihm reden. Auf jeden Fall. Und findet raus, mit wem er im Gefängnis Kontakt hatte. Mit wem hat er seine Zelle geteilt? Claudia und Tarik. Ihr beide fahrt zu seiner Adresse. Guckt euch ganz genau um. Flugtickets, Bahnkarten, Geld, alles, was euch verdächtig erscheint. Wenn ihr den Pass findet, sicherstellen. Ich kann Alexa da nicht hinschicken, die ist da überkorrekt. Was ist mit einem Durchsuchungsbeschluss? Ja, er ruft die Schwester an und die soll euch reinlassen. Wenn ihr irgendwas findet, wird der Beschluss nachgereicht. Ihr habt meine volle Rückendeckung. Wolf, glaubst du nicht, dass das unsere Kompetenzen überschreitet? Morgen Nacht sprengt er sich auf der Reeperbahn in die Luft. Und ich darf dann erklären, warum wir einen Hinweis hatten und der Sache nicht nachgegangen sind. Kann ich mich auf euch verlassen? Seine eigene Schwester hat ihn also angezeigt. Eine sehr beeindruckende junge Frau. Emin hat Mustafa immer besucht, wenn es ihr möglich war. So jemand zu haben, ist sehr wichtig hier drin. Sie hat ihn seit seiner Entlassung nicht mehr gesehen. So schnell geht das. Allahu Akbar. Evet, tamam. Ja, ich bin bei ihm.
Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Es ist ein komplizierter Beinbruch. Ja, ihr wisst doch, wie er ist. Baba, nein. Hayır. Ihr müsst die Flüge nicht umbuchen. Ich kümmere mich um alles, okay? Ja, ich lasse Mustafa nicht im Stich. Versprochen. Komplizierter Beinbruch, so, also es geht mich ja nichts an, aber es ist ganz schön weit hergeholt. Ich kann meinen Eltern nicht die Wahrheit sagen. Es ist kompliziert. Franzen hat nicht auf Erbil geschossen. Erstens gibt es keine Schmauchspuren an seinen Händen. Zweitens wurde die Waffe in letzter Zeit nicht benutzt. Überprüfen können wir die Angaben über Mustafa Erbil natürlich nicht. Aber warum sollte er sich das ausdenken? Mustafa hatte Geld genug, um sich eine Knarre zu beschaffen. Die Abreise nach Syrien war geplant. Alles auf dem Landweg. Kein Flieger. Was, wenn das hier sein Fluchtplan ist? Nach einem Anschlag, bei dem er wild um sich ballert. Er wollte in Hamburg aufräumen. Dann gibt's kein Zurück mehr. Für immer im Krieg. Was ist mit Mohlsen? Ach, das ist doch genau in seinem Sinne. Wieso hätte er auf ihn schießen sollen? Was, wenn Erbil sich selbst mit der Waffe verletzt hat? Aus Angst, für immer im Krieg bleiben zu müssen? Oder aus Dummheit? Er kann nicht mit einer Schusswaffe umgehen. Die Wahrscheinlichkeit ist also ziemlich hoch. Leute, was passiert, wenn ich das erste Mal eine Knarre in der Hand habe? Hm? Was mache ich? So rappermäßig? Klack, klack. Die Patrone ist im Lauf, ich fühle mich cool und dann... Das würde genau zu seiner Verletzung passen. Hat die KTU Schmauchspuren an seiner Kleidung gefunden? Ich frage gleich mal nach. Die viel wichtigere Frage ist doch, wo ist die Waffe jetzt? Am Tatort wurde sie nicht gefunden. Hat sie jemand mitgenommen? Hat Erbil einen Komplizen? Mustafa, ich kann hier nicht ewig warten, bis du mit mir reden willst. Was soll ich Anna und Baba sagen? Die wollen morgen den nächsten Flug nach Hamburg nehmen. Sag ihnen doch die Wahrheit. Das kannst du diesmal selber machen. Du hast wirklich so viel Scheiße gebaut. Aber für Anna und Baba waren das bis jetzt alles nur Ausrutscher. Bis jetzt. Mein Weg ist vorbestimmt. So ein Sch... Mein Bruder muss hier gewesen sein. Wo ist er jetzt? Er hat all seine Sachen weggeworfen. Hat er eine eigene Wohnung? Nein, er wohnt hier bei meinen Eltern. Hip-Hop und Autos. Das war Mustafas Ein und Alles. Nur Hip-Hop und Autos? Er hing halt mit den falschen Leuten rum. Ja, immerhin hat er 11-mal vor dem Jugendrichter gestanden. Meine Eltern haben ihm alles durchgehen lassen. Er war immer der Prinz. Wenn Sie mich fragen, ich fand es damals richtig, dass der Richter immer Grenzen aufgezeigt hat. Wo sind Ihre Eltern jetzt? In der Türkei. Meine Großtante liegt im Sterben. Tut mir leid. Danke. Ich habe wirklich gehofft, dass er im Knast zur Vernunft kommt. Wer sich hier einer Gruppe anschließt, ist ohne Frage im Vorteil. Die bieten Schutz und manche Annehmlichkeiten. Sicherlich war das auch ein Grund, warum Mustafa auf die Radikalen zugegangen ist. Wurde er bedroht? Je größer die Klappe, desto größer die Angst. Und Mustafa hatte eine große Klappe. Deshalb hat er Schutz gebraucht. Den hat er bei den Radikalen gefunden? Hier wird viel geredet. Es heißt, er soll den Drogenvorrat eines Zellengenossen in die Toilette gespült haben. Nur um sich bei denen zu beweisen. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Name des Zellengenossen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie in der Verwaltung fragen. Wir müssen mit ihm sprechen. Soweit ich weiß, wurde er vor 1 oder 2 Wochen entlassen. Also hier ist nichts Besonderes, außer Klamotten. Hier haben wir früher zusammen gewohnt. Heimat? Ja. Das ist in Adana. Da waren wir im Urlaub. Das Foto habe ich mir ins Gefängnis mitgegeben. Seine Reisetasche ist ja noch da, das ist ein gutes Zeichen. Und er hat das Foto eingepackt. Das heißt, die Familie bedeutet ihm was. Claudia? Hier ist eine Wegbeschreibung.
wie man von Istanbul aus zur Grenze nach... Scheiße. Nach Syrien kommt. Das darf nicht passen. Fischer? Gut, ich werde es ihr sagen. Wir wissen, wo ihr Bruder ist. Ah, hallo, ihr zwei. Jasmin, das ist Emine Erbil, die Schwester des Patienten. Guten Tag. Habe ich das richtig verstanden? Eine Schussverletzung? Ja, im Bein. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Der ist schwach, aber stabil. Von der Narkose noch etwas müde. Will er mich sehen? Kann ich zu ihm? Ja, klar. Kommen Sie. Dafür suchst du Leute wie meinen Bruder. Aber den wirst du niemals kriegen. Niemals! Dein Bruder? Bruder, dein Bruder ist ein Schwächling und ein Feigling, viel zu dumm für den Dschihad. Aber du kannst ihm etwas von mir ausrichten. Wir wissen, wo ihr und eure Eltern wohnen. Und wir wissen, wo du wohnst. Also kein Wort zu irgendjemandem. Sonst seid ihr alle tot. Verstanden? Verstanden? Bleiben Sie sofort stehen! Stehen bleiben! Komm mal her! Du bist vorläufig festgenommen, Bruder! Na bitte, kannst du ihn doch noch festnehmen? Dass Ihr Bruder sich selber verbunden hat, bevor er den Rettungswagen gerufen hat, das haben wir Ihnen ja noch geglaubt. Aber dass er alles sauber gemacht hat. Die Spurensicherung hat einen halben Tag nach dem Projektil gesucht und nichts gefunden. Jetzt weiß ich warum. Der liegt falsch. Da ist Mekka, Südosten. Und genau hier ist es passiert. Und Sie haben das hier alles sauber gemacht. Warum haben Sie das nicht gleich erzählt? Weil Sie auf Ihren Bruder geschossen haben. Hm? Ich habe die Waffe gefunden. Verstehen Sie denn nicht? Ich hätte doch nicht einfach zusehen können, wie er sich und andere in den Tod stürzt. Mal vor dem Jugendrichter gestanden. Meine Eltern haben ihm alles durchgehen lassen. Er war immer der Prinz. Wenn Sie mich fragen, ich fand es damals richtig, dass der Richter immer Grenzen aufgezeigt hat. Wo sind Ihre Eltern jetzt? In der Türkei. Meine Großtante liegt im Sterben. Tut mir leid. Danke. Ich habe wirklich gehofft, dass er im Knast zur Vernunft kommt. Wer sich hier einer Gruppe anschließt, ist ohne Frage im Vorteil. Die bieten Schutz und manche Annehmlichkeiten. Sicherlich war das auch ein Grund, warum Mustafa auf die Radikalen zugegangen ist. Wurde er bedroht? Je größer die Klappe, desto größer die Angst. Und Mustafa hatte eine große Klappe. Deshalb hat er Schutz gebraucht. Den hat er bei den Radikalen gefunden? Hier wird viel geredet. Es heißt, er soll den Drogenvorrat eines Zellengenossen in die Toilette gespült haben. Nur, um sich bei denen zu beweisen. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Name des Zellengenossen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie in der Verwaltung fragen. Wir müssen mit ihm sprechen. Soweit ich weiß, wurde er vor ein oder zwei Wochen entlassen. Also hier ist nichts Besonderes, außer Klamotten. Hier haben wir früher zusammen gewohnt. Heimat? Ja.
Das ist in Adana. Da waren wir im Urlaub. Das Foto habe ich mir ins Gefängnis mitgegeben. Seine Reisetasche ist ja noch da, das ist ein gutes Zeichen. Und er hat das Foto eingepackt. Das heißt, die Familie bedeutet ihm was. Claudia? Nein. Hier ist eine Wegbeschreibung. Wie man von Istanbul aus zur Grenze nach... Scheiße. Nach Syrien kommt. Das darf nicht passen. Fischer? Gut, ich werde es ihr sagen. Wir wissen, wo ihr Bruder ist. Ah, hallo, ihr zwei. Jasmin, das ist Emine Erbil, die Schwester des Patienten. Guten Tag. Habe ich das richtig verstanden? Eine Schussverletzung? Ja, im Bein. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Der ist schwach, aber stabil. Von der Narkose noch etwas müde. Will er mich sehen? Kann ich zu ihm? Ja, klar. Kommen Sie. Moment. Zuerst müssen wir ihn befragen. Also, gegen den Besuch der Schwester habe ich nichts einzuwenden, aber für eine Befragung ist es zu früh. Jasmin, wir ermitteln gegen ihn. Du weißt, dass wir mit ihm sprechen müssen. Claudia, lass sie doch zu ihrem Bruder. Wir können später mit ihm reden. Sie hat uns geholfen und ist nicht Gegenstand unserer Ermittlungen. Also gut. Erste links, ja?